Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Im letzten Teil haben wir gegen ein paar Viecher gleichzeitig gekämpft und es hat sich herausgestellt, dass ich in diesem Spiel unglaublich scheiße bin. Ah, das sind so wieder diese Luftschächte, wo bestimmt wieder gleich Viecher rauskommen. Ah. Habe ich's nicht gesagt? Alter! Wie ist dieses Nachladeproblem? Der lädt mir nicht nach! Der lädt mir nicht nach, der Penner! Könntest du dich bitte von mir verpissen? Geh sterben, Mann! Quarantäne aufgehoben. Ja, das ist ein bisschen. Jetzt lädt er nach. Was zum Teufel? Okay, das finde ich nicht lustig. Boah, können Sie die aufhören, dass eure Körperteile die ganze Zeit so komische Geräusche machen? Hallo. Eieiei. Kredits. Das ist gut, weil ich mir wahrscheinlich nachher Medipacks kaufen muss. Nachdem ich alle verkauft habe. Und ich bekomme voll viel Munitionszeug. Hey, da kann ich speichern. Dann speichere ich mal auf den hier ab, weil ich gerade ziemlich scheiße gespielt habe. Ja. Ah. Ja, schauen wir mal, wo es hier lang geht. Ach, ich muss hier sogar lang. Sagt mir meine Quest. Nee, da gehe ich noch nicht lang. Möchte ich erst. Nee, ich möchte erst den Rest erkunden, bevor ich hier weitergehe. Alter, was ist los mit dir? Du bist seit 10 Minuten tot. Könnte dein Bein mit diesen Geräuschen aufhören? Dankeschön, geht doch. So, das Viech da vorne war hoffentlich tot. Sicher ist sicher. Was ist das? Audiolog, dann hören wir uns das mal an. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Oh Mann, Patient aus der Kolonie, aha. Der erste Nekromorph. Ist da hier der Patient? Nee. Was ist das? Nee, kann ich nichts kaputt machen. Noch mehr Munition! Wir werden ja vollgeschossen mit Munition. Von wegen Horror Survival. Wir kriegen hier viel zu viel Munition. Also zu viel Munition, ich will mich jetzt nicht beschweren, aber wir kriegen genug Munition, sagen wir es so. Was ist das hier? Ah, Stase. Ich muss meine Stase auch öfters einsetzen, definitiv. Ich bin damit ziemlich geizig und ich kann, wie gesagt, damit der Gegner verlangsamen. Wenn mehrere Gegner auf mich zukommen und ich gerade zu blöd bin, richtig gegen die zu kämpfen, dann kann ich ja die Stase verwenden. Allerdings weiß ich nicht, wie viele Gegner ich damit wirklich verlangsamen kann, effektiv gesehen. Was zum Hilfe! Teufel? Um Gottes Willen! So helfen Sie mir doch! Hilfe! Ah! Die Hilfe kommt wohl zu spät. Es ist tot. Er ist tot. Hä? Ist es weg? Natürlich, wir sind irgendwo ein total neues Übermonster und das macht es. Es haut ab. Anstatt dass wir uns gleich mit den Kampf stellen, muss ich jetzt die ganze Zeit Angst haben, dass es mir von hinten in den Rücken fällt und mich umbringt. Ich muss jetzt wirklich in diesen Raum reingehen. Ich will nicht in diesen Raum. Da kommt dieses Vieh und. Überall sind so Embryone und wow. Ja gut, das können auch Menschen sein, weil kann ja sein, dass die hier, ja, der ist tot. Wow, es ist da, es hat mich, oh Gott, es greift mich an, es tötet mich. Geh weg von mir.
Ja, Barek! Entweder die Leute auf dem Schiff hier können verdammt schlecht kämpfen, weil wenn wir es einfach hier mit der Faust wegkicken und es stirbt dann, dann ist es ein bisschen einfach, aber... Ich hab genug Munition, gib mir doch endlich mal Medipacks! Noch mehr Munition. Anfangs bekommt man zu viel Medipacks und keine Munition, dann bekommt man plötzlich Munition und keine Medipacks mehr. Will mich das Spiel echt verarschen? So. Ich höre schon was. Da ist es. So, du bist tot. Du hast mir nichts entgegenzusetzen, weil ich viel zu stark für dich bin. Ach, hinten mir ist schon wieder so ein offener Luftschacht. Wisst ihr, was diese offenen Luftschächte bedeuten? Ich werde gleich in den Arsch gefickt. Das bedeutet es nicht. What the fuck? Ich finde es gerade ein bisschen asozial, dass ich dem im Stase 5 Schüsse reingedrückt habe und der so, ja, okay, dann habe ich halt 5 Schüsse abbekommen, ist doch mir egal, ich lebe einfach weiter, ja, ich bin cool. Stase, ich bin unverwundbar und so Zeug. Zumindest hat es den Eindruck gemacht. Wir sind Gehirne und so ein Zeug. Gehirn. Gehirn. Ich habe hier ein... Ja, obwohl, ist es ein Gehirn oder ist es ein Herz? Ich weiß es nicht. Gehirn. Schupp. Blub hat's gemacht und da war's weg. So, was haben wir hier noch? Noch mehr Kredite. Ja, Kredite ist eigentlich fast sowas wie Medipacks, weil vom Kredit kann ich mir Medipacks kaufen. So, schauen wir mal, was ist hier noch so los? Ja, ich muss da rein. Natürlich immer weiter und immer mehr den gefährlichen Sachen entgegen und sterben und so Zeugs. Aber ich drücke mir jetzt trotzdem... Heilung hier rein. Wie viele Medipacks habe ich noch? Ein großes. Jawohl, jawohl. Okay, das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Was ist das? Ah ja, genau, und sowas habe ich letztens auch in den Energieknoten. Energieknoten halten. So. Hä, wieso fährt das automatisch hoch? Willst du mich verarschen, ne? Ach ja, und ich habe. Ach so, hier bin ich wieder. Ah ja, ich muss wieder zurück. Ja, ich weiß schon, wo ich bin. Ich weiß schon, wo ich bin. Ah, du wieder. So. Licht. Na süß. Denkst du hier wirklich? Oh, verdammt, noch einer. Lad halt nach. Ja, die Stase macht mir das, hat mir den Kampf jetzt schon übelst vereinfacht, aber ich find's. Was zum Teufel? Ich find's trotzdem ein bisschen pervers, dass das mit dem Nachladen hier ein bisschen asozial ist. Ich dachte auf R. Jetzt lädt er nach. Du kleiner Sackgesicht, Pennerwichser, was soll der Scheiß? Sie sind hier voll im Stressfight. Ich hab schon hier nasse Rosen wie nochmal was. Und du Sack lädst einfach nicht nach und. Ah, jeder. Muss ich das hier nicht einsetzen oder so? Benötigt Thermitbombe. Ich dachte, ich habe sowas bekommen. Ah, jetzt muss ich da rein. Ah, mehr Munition. Juppidu. Shop. So. Gegenstand. Ich könnte mit einem Plasma-Cutter. Nee, habe ich. Strahlenkanone. Flammenwerfer könnte ich mir jetzt kaufen. Ich habe Kredite. Medipack klein. Ja, ich kaufe das jetzt. Dann haben wir hier Medipack groß. Verkaufen. Nee, nee, ich heb mir das mal auf. Aber ich könnte ja echt mal hier so Energie verkaufen. Plasma-Energie. Ja, das verkaufe ich mal. Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich tue das in den Safe.
Und das tue ich in den Safe. Und... ja. Ja, das glaube ich passt so. Und dann tun wir mal hier... schauen, wie viel freie Plätze ich habe. Ja, ich habe noch ein paar freie Plätze. Das passt auch. Okay. War hier nicht ein Speicherpunkt oder so? Ja. Ja. Da war ein Speicherpunkt. So, dann schauen wir mal. Dann überspeichern wir das hier einfach. So, lala. Tum-di-dum. Ja, bitte. So, und weiter geht's in die Hölle. Schlimmer kannst du nicht mehr werden, sagte er, bevor er den nächsten Raum betritt, in dem alles 10.000 Mal schlimmer war als in den vorherigen Räumen. Natürlich, jetzt haben wir auch noch Lichtprobleme. Alter. Was zum Teufel? Gib mir wenigstens Munition, wenn du schon so... Heb das auf. Dankeschön. Ich bekomme auch noch volle Stars-Energie. Das habe ich... Ich habe das Gefühl... jetzt wird irgendwas Schlimmes passieren. Was ist hier los? Ich stelle mich jetzt in der Ecke. Ich habe irgendwas gehört. Bäh, Hilfe. Hilfe! Ich will nicht weitergehen. So ein U. Umgekehrtes U. Aha. Ah ja, ich könnte hier rein tun. Audiolog. Ach nee, ein... etwas zum Lesen, okay. Medizinisches Logbuch. Oh Gott, nee, das lese ich im nächsten Ding vor. Ich schaue jetzt erstmal hier, das lese ich nachher vor. Ist es noch da? Ist es noch da? Es ist weg oder wie? Ach komm, ich wollte es doch nach... Nein, das kann doch jetzt nicht sein, dass der dann weg ist. Ah, ich wollte ihn doch noch vorlesen. Bitte einen Energieknoten zum Überbrücken des Schlosses verwenden. Dein Murder. Werkbank. Ah, ich verstehe schon. Von hinten auch? Von hinten auch? Nee. Was war das? What the fuck ist da los? Alter, was ist hier so laut? Ah ja. Ziel, Blackie! Ziel! Ziel, als würdest du es um dein Leben gehen. Moment, es geht um dein Leben. Okay, ich wechsle jetzt mal die Waffe, weil wir hier... Ah, das ist die Waffe 3. Ich verstehe. Schau mal, wie die schießt. Voll die Schießwaffe. So. Was ist das da vorne eigentlich? Will da rein? Kann ich nicht. Okay. Dann halt nicht. Was ist das? Ich muss da hoch. Okay. Was ist hier? Oh, da kotzt einer. Weißt du, es gibt hier noch voll viele Menschen. Und immer, wenn ich ankomme, sterben sie. Hallo? Hallo? Nein, du bist tot. Zumindest bist du jetzt tot. Was ist das? Ein Schema. Impulsprojektile. Sind jetzt im Shop erhältlich. Okay. Von mir aus. Dann sind sie halt im Shop erhältlich. Ich habe jetzt allerdings keinen Shop da. Und hier dürfte ein Energieknoten drin sein. Jawohl. Den ich nachher gleich wieder einsetzen darf. Oh, klar. Stirb. Weißt du, ich habe jetzt hier voll die automatische Waffe. Mache ich dich voll weg und so. Yeah. Ich bin voll der Schießer. Na gut, Leute. Das war's für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dead Space. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blackie.